Hallo und herzlich willkommen hier beim Unternehmerkanal. Ich sitze hier heute nicht alleine auf der Dachterrasse von Matthew, sondern ich sitze hier mit Matthew. Yes. Ihr kennt ihn vielleicht schon von mehreren vorherigen Videos. Wir hatten ja schon mal eine komplette Serie. Da gab es einige zusätzliche Fragen und deshalb habe ich gedacht, schaue ich hier nochmal ganz kurz rein. Und was sollte man sonst samstagmorgens um 8 Uhr machen? Genau, Mann. Und deine Community ist großartig übrigens, ne? Also an alle, die jetzt irgendwie am Start sind. So ein paar Videos gemacht für verschiedene Dinge. Und es ist wirklich ganz klar spürbar, dass deine Community irgendwie oder dass ihr wirklich gute, nette, irgendwie coole Leute. Das ist echt sehr angenehm. Also deswegen gerne wieder am Start. Ja, super. Erstmal auch natürlich an unsere Zuschauer, dass ihr so super nett zu ihm seid, aber auch für das Lob natürlich nehme ich gerne stellvertretend für meine Herde an sozusagen und leite euch digital durch YouTube weiter. Geil. Ja, cool. Ein paar aktuelle Fragen oder ein paar Fragen sind aufgekommen zu den letzten Interviews. Ganz kurze 60 Sekunden Intro zu dir. Was hast du bisher gemacht? Was ist so dein Steckenpferd? Also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben aus der Community oder die Videos noch nicht gesehen haben, das ist auch damit die Einladung, diese Videos auszuchecken und definitiv auch zu liken. Neon Splash Paint Party gegründet mit meinen drei besten Freunden zusammen. Als wir gemerkt haben, dass es cool ist, alle zusammengezogen und so die letzten 5 Jahre eigentlich Vollgas, 7 Tage die Woche das Ding und andere Dinge wirklich so mit Gewalt zum Erfolg geprügelt. Und zwischendurch ein Buch geschrieben für alle, die gesagt haben, Alter, wie macht man das, was du machst? Das heißt, dein nächstes großes Ding, gute Ideen aus dem Nichts entwickeln, check das auf jeden Fall aus, mach einen Podcast, Smart Entrepreneur Radio, 3 Folgen die Woche, wo ich so riffe auf alle möglichen Themen, so ähnlich wie wir jetzt gleich machen werden. Und ein bisschen was auf YouTube, also umtriebig in vielen Bereichen, aber immer happy und so one step at a time. Ja, cool, ja, super Intro auf jeden Fall. Wie gesagt, checkt die anderen Videos aus, falls es euch zu kurz war oder so. Das ist auch nochmal ein ganz ausführliches dabei. Aktuelle Fragen. Ich will eure wertvolle Zeit gar nicht lange verschwenden. Erste Frage aus der Community an dich, Matthew. Er hat ja eine bestimmte oder eine sehr große Partyreihe gemacht. Ich glaube über 500.000 Gäste insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet und so. Wahnsinnig groß auf jeden Fall. Hier hängen auch überall so Plakate rum. Ich mache euch vielleicht nachher nochmal ein paar Aufnahmen, wenn das erlaubt ist. Klar. Super geil auf jeden Fall. Frage von, ich glaube, Florian war der Fragende. Danke, Flo. Cool. Wie schafft man es, die erste Party, ihr habt es ja getestet mit 200 Leuten, ja. etwas kleinere Party. Wie schafft man das, die erste Party auf die Beine zu stellen? Was sind so die wirklich nachverfolgbaren Schritte, wenn man eine geile Party auf die Beine stellen möchte? Also die Basics sind natürlich so das Wo, das Wann und das Was genau. Also das ist, da geht es darum, halt, okay, welche Location, welche Stadt. Okay. Was für ein Datum, da haben wir auch ein paar Mal echt krass daneben gegriffen. Also ein schönes Datum finden, bestenfalls ein Samstag, bei dem nicht irgendwie das DSDS-Finale oder das Champions League-Finale, den Fehler haben wir gemacht, stattfindet. Also so ein bisschen so die Hausaufgaben machen, was die Dates angeht. Toll sind natürlich immer Sachen, wenn du Dates hast, die dir so in den Lauf spielen. Beispielsweise Freitag ist der Schulferienbeginn, wenn man jetzt so eine Ab-16-Party macht. Und dann hast du so den Tag, wo halt jeder einfach Party machen will. Also so ein bisschen so die Dynamik der Zielgruppe mitdenken. Okay. Das funktioniert ganz gut. Und dann das Was, also das Konzept sich halt überlegen. Und unsere Konzepte sind sehr bewusst, sehr, sehr einzigartig. Neon Splash Paint Party, Zombie Run, City Slide sind Dinge, wo unser Anspruch war, wenn wir in die Stadt kommen, ist das Ding das heißeste Ticket der Stadt. Ein bisschen okay. So wie früher die Kirmes, so halt, wo da halt jeder einfach hingeht, weil es halt ein Tourgeschäft ist. Oder ein Tourkonzept, was nur einmal in der Stadt ist und was es nicht anderes irgendwie gibt. Wenn es aber darum geht, was Normaleres zu machen, dann würde ich auf wirklich sehr starke Multiplikatoren setzen. Also zum Beispiel, ich kenne Jungs, die machen für so ab 16er Konzepte beispielsweise, was immer ein schöner Einstieg ist, die haben so Wiederverkäufer an Schulen. Okay. Also die bauen sich ein Netzwerk auf, 10, 20 Schulen, an jeder Schule ein paar Wiederverkäufer, die kriegen jeder Tickets und fangen an Tickets zu verkaufen an der Schule gegen eine Provision. Das ist ein leichtes, risikooptimiertes, cooles Modell, muss man halt irgendwie im Griff behalten, aber das sind so erste Schritte, die es zu tun gilt. Und eine Sache, direkt um so das potenzielle Risiko zu minimieren, ist es mit der Location und mit vielen Kosten, die man aufwenden müsste, dass man mit
mit der Bestätigung dieser Kosten wartet, bis man weiß, dass das Event potenziell gut verkauft ist. Mhm. Also dass man nicht sagt, erstmal mache ich die Location klar mit Vertrag, mit allem drum und dran, dann buche ich die Security-Firma, dann buche ich den DJ, dann buche ich alles drum und dran und dann veröffentliche ich das Event, okay. Sondern ich veröffentliche das Event möglicherweise nur mit Stadt, gar nicht mit Location. Mhm. Und wenn ich merke, ich habe auf Facebook irgendwie 1000 Zusagen, dann fange ich an zu sagen, okay, jetzt hole ich Location und so weiter. Also so zuerst Proof of Concept und dann sich Kosten aufladen. Sehr geile Sache. Das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen in der Community gerade wie so eine Glühbirne über dem Kopf erschienen sein sozusagen. Ist auch so ein bisschen gegen das, was man erstmal erwarten würde wahrscheinlich. Ja. Gerade bei Events, alles immer so, wow, ich muss alles planen und dann rausgehen. Und es ist eher so rausgehen und dann anfangen zu planen, weil man dann im besten Fall noch sagen kann, ey, offensichtlich fliegt das nicht, machen wir einfach nicht. Facebook-Event gelöscht und that's it. Mhm. Ja, super, cool. Auf jeden Fall, das war schon mal der erste Trick, sag ich mal, zum Lean starten. Ja. Super coole Sache. Angenommen, jetzt haben wir wirklich die Sachen. Wir haben bei Facebook zum Beispiel die ersten 150 Zusagen, ja. Ist was Kleineres geplant. So, wie kriege ich die Sachen an den Start? Equipment, gehe ich in einen Club und gegen eine Umsatzbeteiligung mache ich das Ganze? Oder was gibt es da für Modelle, die Sinn machen? Schöne Frage. Das Schönste ist eigentlich, wenn man sich die ganze Zeit darauf fokussieren kann, was man selber machen möchte. Wenn man jetzt ein Veranstaltungstechniker ist, dann sollte man sich einen Veranstalter reinholen, der halt das Veranstaltungsmarketing macht. Und umgekehrt, wenn man ein Veranstalter ist, sollte man sich einen Techniker reinholen. Oder, und das ist das schönste Modell, so haben wir auch angefangen, man geht zu einem bestehenden Club, die Infrastruktur haben, Technik, Barpersonal, das DJ-Equipment ist da, die Security ist da, alle, die Parkplätze sind genehmigt, die haben eine Schanke, also alles steht. Und du gehst einfach nur, setzt dich auf diese bestehende Struktur drauf und sagst, ich habe eine Idee für eine Veranstaltung. Wenn es ein guter Club ist, am besten vielleicht unter der Woche starten. Das funktioniert nicht in jeder Stadt, also Kleinstädte geht das leider nicht. Aber so Berlin, Köln, Hamburg, da kannst du auch sagen, ey Alter, gib mir einen ganz schwachen Donnerstag, der für euch eh schlecht wäre. Und lass mich den veranstalten, lass mich da mein Konzept testen, weil den geben die euch meistens for free, weil er sonst eh immer schlecht ist. Und da kann man dann Sachen machen wie, ihr behaltet den ganzen Umsatz, der an der Bar passiert. Ich behalte den ganzen Umsatz, der an der Tür passiert. Okay. Dafür, also Ticketeinnahmen, dafür mache ich die Werbung. Und dann kann man anfangen, so Umsatzstufen einzubauen, dass man sagt, und wenn wir, keine Ahnung, eine Anzahl X Gäste in den Laden bringen, dann übernehmt ihr auch noch die Security. Wenn ich, also Kosten, ne, also mit steigender Gästeanzahl, die du in diesen Laden bringst, fallen die Kosten, die du sonst tragen müsstest, bis hin zu dem Punkt, wo du sagst, ey, wenn ich euren Laden fast ausverkauft habe, dann muss ich keine Miete zahlen, muss ich keine Security bezahlen, muss ich keine GEMA zahlen, muss ich eigentlich gar nichts bezahlen. Und wenn dann noch mehr Leute kommen, kriege ich auch noch einen sogenannten Kickback, also eine Umsatzbeteiligung, also eine prozentuale Umsatzbeteiligung an den Getränken, zum Beispiel 10% am Getränkeumsatz. Okay. Also das heißt, dass man so eine Dynamik hat in den Gästen, die man in diesen Club reinbringt. Okay, also das war auf jeden Fall auch nochmal ein sehr cooles Ding. Man hat ja dann relativ wenig Risiko, würde ich jetzt mal sagen. Wenn, oben drin. Also im schlimmsten Fall kommt halt niemand, aber da haben wir hoffentlich am Anfang schon nicht mit dem Club den Vertrag unterschrieben, sodass, wenn du weißt, dass keiner kommt, das Ding nicht machen musst. Also das kann man eigentlich auch ausschalten. Cool, okay, das ist dann der zweite Schritt sozusagen. Angenommen, du hast jetzt wirklich die 200 Leute bei Facebook voll, du hast deine Tickets vielleicht verkauft, zum Beispiel mit dem Schülermodell, Resellermodell. Hast einen guten Deal gefunden, vielleicht gerade am Anfang, nur den Türumsatz bekommst du quasi. Ja. Ganz grob gesagt Marketing, du hast jetzt ja noch keine Videoaufnahmen zum Beispiel, die du nutzen kannst. Wie machst du da dein Marketing? Also wir basteln gerade, das ist mein neues Startup, wir basteln gerade an einem Ticket-Marketing-Tool, was auch so ähnlich so diese Reseller-Strukturen nutzt und so. Also das heißt, wenn es jetzt wirklich einen Veranstalter gibt in der Community, der sagt, ey, ich habe Bock, was zu machen und ich möchte smarte Tools nutzen, dann auf jeden Fall mit dir Kontakt aufnehmen oder mit mir. Dir direkt. 4-Stunden-Woche. Ja, sehr gesagt, gut gemacht. Info@MatthewMockridge.com. Schreibt mir da mit Betreff am besten, ich möchte eine Party veranstalten oder sowas. Da können wir dann auf jeden Fall quatschen und gucken, ob wir euch vielleicht onboarden in dieses Tool, in so eine Testphase. Das kommt jetzt demnächst, das ist das eine. Und wir waren beim Marketing, ne? Genau. Wie man jetzt ohne, man hat ja noch keine Fotos, zum Beispiel keine Referenzen und so, wie man den ersten Fuß in die Tür bekommt. Es gibt Stock-Material. Wir haben mal für unser Projekt Zombie Run, der Trailer ist auch noch online, der ist auch recht gut geklickt, muss mal gucken, Zombie Run, Renn um dein Leben, Official Trailer oder sowas. Okay. Da sieht man, das ist ganz geil, wir haben mit 5 Statisten, haben wir so die Läufer-Zombie-Jagd, das ist so ein 5 Kilometer Hindernislauf,
Die haben wir tatsächlich gedreht und aber aufgeblasen mit Stockmaterial, was wir uns gekauft haben bei Shutterstock, glaube ich, oder bei Videohive, von tatsächlichen Hindernisläufen. Okay. Das ist eine Möglichkeit, um so sehr schlank was zu machen. Und wenn man aber gar nichts drehen möchte, dann würde ich einfach nur mit einem Facebook-Event-Cover anfangen, was man sich echt günstig bei Fiverr.com machen lassen kann. Ja. Und das reicht dann auch schon. Und dann auf jeden Fall die erste Party nutzen, also günstiges Filmteam, einen guten Fotograf, um dann so die Material zu haben, was man weiterverwenden kann. Okay, cool. Also falls ihr jetzt gerade ein bisschen überrannt seid von den ganzen Links, packen wir euch alle unten runter in die Shownotes, in die Videobeschreibung. Und genau, das ist auf jeden Fall sehr cooler nächster Step. Jetzt vielleicht aus deiner Erfahrung, ihr habt jetzt ja die ein oder andere Party hinter euch, sowohl als Veranstalter, wahrscheinlich auch privat, als Teilnehmer. Ja. Was sind so die 3, 4, 5 größten No-Gos, wo du sagst, da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, der peinlichste Fehler, der uns am Anfang passiert ist. Wie kannst du unseren Zuschauern Geld sparen durch deine Erfahrung? Es gibt, also wir haben ja jetzt ein paar schon besprochen, die wirklich so harte, risikooptimierende Mechanismen sind, die auf jeden Fall alle beachten. Gutes Ticketing ist wichtig. Also ich empfehle jetzt aktuell immer gerne Eventbrite, da habe ich auch einen ganz coolen Deal ausgehandelt für die Community. Es ist einfach nur eventbrite.com/, ich gebe dir den nochmal richtig, aber ich meine, vielleicht zerreiße ich es jetzt, ich meine es ist /r/smartentrepreneur. Das ist ein Deal, den ich für meine Smart Entrepreneur Radio Hörer klar gemacht habe, den gebe ich natürlich auch gerne an euch weiter. Da geht es einfach nur darum, dass ihr ein wirklich belastbares, starkes Event-Ticketing-Tool habt. Eventbrite meiner Meinung nach eines der stärksten, die es gibt. Da sitzen irgendwie 100 Programmierer in Silicon Valley und bauen einfach das geilste Ticketing-Tool, das es gibt. Das ist wichtig, weil sonst hast du immer wieder dieses ey, das Ticketing ist abgestürzt und jetzt irgendwas funktioniert nicht, aber die Company ist irgendwie nicht so ganz greifbar. Also das heißt, ein wirklich belastbares, geiles Ticketing-Tool, was auch wirklich gute Landing-Pages hat, wo die Conversion hoch ist, wo alle Payment-Mechanismen angeboten sind. Also diese Sache, einfach nur damit niemand während des Ticket-Kaufprozesses rausfällt auf Grundlage der Qualität des Ticketers. Das ist eine Sache. Und dann gibt es ein paar Basics auf der Veranstaltung selber. Ein Briefing des Security-Personals. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du wirklich dir so eine Mühe machst, was das Branding angeht, was den Look and Feel der Veranstaltung angeht. Die Leute haben wirklich Bock, die kommen dann dahin und dann hast du halt so fünf Assis an der Tür, die halt sofort die Stimmung killen. Und also das heißt, wir haben immer unsere Jungs, also immer sehr respektvoll natürlich, aber wir haben uns mit denen wirklich, hingesetzt und gesagt, ey, bitte jeden begrüßen, bitte nett sein, bitte so respektvoll mit den Leuten umgehen, weil wir wollen wirklich hier, dass die direkt von der ersten Sekunde an wirklich sich wohlfühlen. Wir hatten dann auch fürs Ankommen, wir hatten fürs Weggehen auch immer jemanden an der Tür, bis zuletzt, der immer gesagt hat, vielen Dank fürs Kommen, toll, dass ihr dabei wart. Das ist so ein bisschen diese Walmart-Logik, ne? Die Amis machen das perfekt. Toll, dass ihr da wart, hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, kommt gut nach Hause. Das heißt, mit dem Reinkommen und dem Weggehen, also so top and bottom, Anfang und Ende, ist halt so wirklich so, wow, super nett. Okay. Das war eine Sache, die geholfen hat. Ich denke, ob ich noch was habe, so aus dem Stehgreif. Ich kann ja vielleicht ganz kurz zwischendurch, weil du jetzt gerade die Türsteher-Assis anmoderiert hast. Ich habe mal mit 18 in einer Bar gearbeitet und deswegen hatte ich gerade sofort 3 Leute im Hinterkopf, auf die das so zu 100% gepasst hatte. Aber es ist also oft, Türsteher sind großartig. Das sind meistens, in den allermeisten Fällen, wirklich ganz, ganz nette Leute. Und die sich auch freuen, gemeinsam mit dem Veranstalter so ein Look and Feel zu entwickeln. Aber das heißt, man muss es einfach zusammen erarbeiten. Also wenn man das so unausgesprochen lässt, dann ist es halt auch, wird halt auch einfach farblos gemacht. Also das heißt, man muss dem Ganzen so eine Farbe geben. Und dann eine Dramaturgie für die Veranstaltung ist cool. Also es gibt nichts Schlimmeres als so, und das ist fast wie, wenn man das jetzt auf Online-Marketing überträgt, das ist fast eine User-Experience. Ne? Also du kannst jemanden nicht einfach in eine Party droppen und davon ausgehen, dass er weiß, was er tun soll. Okay. Bei uns war viel, viel mit: Was sehen Sie, wenn Sie reinkommen? Gibt es Pfeile? Was wo ist? Die Dramaturgie der Musik. Also erstmal so ein bisschen entspannt, das wird dann immer ein bisschen krasser, dass die Musik einen wirklich so abholt und irgendwann stehst du da und tanzt und sagst, wow, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber es war halt einfach ein wirklich gutes Warm-up-DJ-Set, das heißt auch das Line-up, die DJs gut platziert, sodass die Musik einen wirklich mit so auf eine Reise nimmt und die ganze Veranstaltung wirklich so einen klaren Spannungsbogen hat und wie so ein Film abläuft irgendwie. Okay, ja, cool. DJ ist gerade noch ein Stichwort, an das ich überhaupt nicht gedacht habe. Ja. Wenn wir in unserem Szenario jetzt gerade noch einmal weitergehen, so die Zeitachse ein bisschen nach vorne schieben von der Planung, irgendwer muss die Musik machen. Ja. Gibt es irgendeinen richtig geilen Hack, wo du sagen kannst, so damit bekommst du jetzt einen echt guten DJ,
günstig rein oder nimmst du einen Newcomer, um halt günstig zu sein, aber du weißt nicht, ob er gut ist und so. Gibt es da ein Best Practice? Wir haben viel mit Soundcloud gemacht, also gerade am Anfang. Also erstmal kann man sich auf den Club verlassen. Ne? Der Club hat ein eigenes Roster, hat oft eigenes, also wenn man niemanden kennt, der Club kennt immer Leute. Okay. Die würde ich mir auf jeden Fall vorher anhören, weil der DJ hat oft mehr Verantwortung, als man selber denkt. Weil wenn die Musik nicht cool ist, kann alles andere Bombe sein, aber man sagt halt, ey, das ist irgendwie... Ja. Und da reicht es schon, wenn es ein bisschen zu laut ist, wo man sagt, ah, nee, wir haben keinen Bock drauf, lass mal rausgehen. Mhm. Also das heißt, große Verantwortung auf den DJ, deswegen die Sachen vorher abchecken und dann das Line-Up, wie gesagt, so platzieren, dass du sagst, ich habe einen starken Warm-Upper am Anfang, ich habe einen guten, soliden, so Mid-Tempo-Typ von, was weiß ich, von 23 bis 1 Uhr und dann habe ich 1 bis 3 eine Supergranate und dann irgendwie 3 bis 5, entweder wirklich, wirklich aufs Maul, damit die Leute noch da bleiben. Okay. Oder man macht halt wirklich, dass man sagt, da wird es halt dann so, dass die Leute fast so ein bisschen rausbegleitet werden. Mhm. Okay. Damit man irgendwie früher durch ist. Wobei das ist auch eine Frage der Dramaturgie der Veranstaltung in Verbindung mit dem Pro-Kopf-Umsatz, den man erzielen möchte. Weil je länger die Leute im Club sind, umso mehr Pro-Kopf-Umsatz kann man natürlich generieren. Also wobei ich glaube, also zumindest jetzt von meinem eigenen Partyverhalten, das jetzt echt nicht repräsentativ ist wahrscheinlich, aber gerade ab diesen 3 Uhr, da hat man auch meistens nur noch die Leute, die dann ja im gleichen Bier 3 Stunden rumtrinken oder so. Das ist das Ding, deswegen war auch tendenziell unsere Wahrnehmung, das ist auch bei elektronischer Musik, hat das auch dann mit chemischen Drogen und so zu tun, die könnten theoretisch bis 10 Uhr morgens durchtanzen also trinken aber eigentlich nichts mehr. Mhm. Das heißt, wir haben dann so, schon so zwischen, vielleicht nicht 3, aber schon so 4, 5 haben wir angefangen, die Leute musikalisch so rauszubegleiten, weil es halt einfach spürbar war, dass das Ding durch ist. Okay, gut, das war auf jeden Fall wahrscheinlich für viele unserer Zuschauer schon sehr hilfreich. Vielleicht noch ganz kurz für mich, weil ich überhaupt nicht aus der Branche komme. Was sind so die wichtigsten Kennzahlen, die im Auge haben müssen dabei? Also klar, wir haben jetzt schon mal die Vorverkaufszahlen, beziehungsweise generelles Interesse über Facebook, zum Beispiel Voranmeldung, Vorverkäufe. Ja. Was sind sonst so die wichtigsten Kennzahlen? Also im Kostenblock, also in so einer klassischen Event-Kalkulation und da übrigens einfach nur googeln, irgendwie Event-Kalkulation, Veranstaltungskalkulation, da gibt es ein paar coole Excel-Templates, die auch schon so Break-Even-Formeln drin haben und sowas. Wichtigste Kennzahlen, ja, also Ticketumsatz, Getränkeumsatz, wenn das relevant ist. Okay. Andere Kostenblöcke, klar. Break-Even-Point ist immer das Allerwichtigste. Mhm. Okay. Bin ich in der falschen Richtung, wolltest du andere Kennzahlen wissen? Oder? Keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also es gibt halt, wie gesagt, die wichtigen Kostenblöcke, wichtige Umsatzblöcke, da sind auch Sachen wie Sponsoring interessant. Also wenn man jetzt tatsächlich dann etwas größer wird, gibt es viele verschiedene Sponsoring-Maßnahmen, die oft sehr leicht zu akquirieren sind. Also ADAC hat beispielsweise so ein Ding, die schicken dann so ein Promo-Team und die akquirieren Leute für einen Führerschein, gerade so einer jungen Zielgruppe. Die zahlen echt, das ist ein Anruf, die kommen vorbei und machen was. Ich glaube, Abiturs hat das auch für so Abiturveranstaltungen. Tabakfirmen, also ich rauche nicht und möchte niemanden einladen zu rauchen, aber Tabakfirmen machen das. Die zahlen dann, glaube ich, so eine Pro-Kopf-Abgabe. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, die man sehr leicht klar machen kann, auch wenn man gerade startet. Cool. Ja, sehr gute Tipps auf jeden Fall schon mal direkt aus der Praxis und wie ich finde auch sehr gut umsetzbar. Ja. Genau, bei Fragen zu den Ticketsystemen direkt an info@matthewmockridge.com. Ja. Kein bezahltes Product Placement ist durch Zufall entstanden, wirklich. Ja. Genau, und ansonsten, Smart Entrepreneur Radio, dein Podcast. Genau. Ansonsten bei Facebook bist du, glaube ich, hauptsächlich vertreten. Genau, über Facebook Feed, Snapchat jetzt. Ey, Snap. ich habe mein Telefon jetzt nicht hier, sonst hätte ich das jetzt hier gesnappt. Snapchat und auch jetzt für alle Marketer. Ich kann noch nicht sagen, warum. Wir haben uns ein bisschen eben drüber unterhalten, aber. Es ist ja schon das nächste große Ding. Ja, auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, eine von diesen Sachen, wo man sich in einem Jahr sagen wird, fuck, warum bin ich nicht schon gestartet? Also das heißt, an jeden, der irgendwie Autorität aufbauen will, Reichweite erreichen will, einfach mal snappen, Snapchat durchziehen. Ich mache das jetzt auch und ich... Der Trick ist für mich, weil mir ist immer sehr wichtig, nicht so viel so mentale Bandbreite aufzuwenden für die Dinge, die ich mache. Deswegen ist das für mich einfacher, als wenn ich jetzt YouTube-Videos filmen und schneiden müsste. Mhm.
mit sehr wenig Anspruch an die ästhetische Umsetzung halte ich einfach nur immer auf irgendwelche Sachen drauf. Janik hat das gerade gesehen, einfach so, ey, wir drehen jetzt hier ein Video auf der Dachterrasse, easy, zack. Ohne Filter, einfach alles direkt raus und so kann man halt auf relativ viel Content kommen, sehr, sehr einfach. Mhm. Und die Leute finden es geil und ist echt ein ganz cooles Tool. Also Snapchat, mein Snapchat-Username ist M. Mockridge, ne? Also M für Matthew Mockridge. Genau. Und da kann man so den Tag irgendwie mit verfolgen. Mein Snapchat-Username steht noch nicht fest, weil ich mir jetzt gleich nach dem Video erst mache. Aber hier ist gerade Flavio Simonetti bei uns auf der Dachterrasse aufgelaufen. Das ist auch sehr lustig. Ja, hast du schon mal von diesem YouTube gehört? Das soll gut sein, habe ich gehört. Ah, ja. Hier ist eine zweite Kamera. Ja, genau. Ja, dieses YouTube soll ganz interessant sein, auf jeden Fall. Sag mal Bescheid, mal gerne mehr wissen. Macht ihr für einen YouTube-Kanal, oder? Ja, genau. Wir wollten so einen Fitness-Channel machen. Ja, ich habe gehört, es soll voll im Kommen sein. So Muskelaufbau und so. Ja, super. Wir so Online-Trainingspläne verkaufen. Wäre so unsere Monetarisierungsidee. Perfekt. Vielleicht hältst du ja was davon. Vielleicht können wir ein Joint Venture machen. Ja, super. Das klingt gut. Super, sehr gut. Gut. Ich bin raus. Alright. Gut. Ja, das war unser Überraschungsgast Flavio Simonetti. Der ist raus. Wir gehen jetzt auch frühstücken und vielen Dank fürs Zusehen. Falls dir das Ganze gefallen hat, gib uns bitte einen Daumen nach oben. Fragen bitte immer hier unten in die Kommentarbox schreiben, da gehen wir gerne drauf ein. Wir treiben uns hier beide relativ häufig rum. Und ansonsten, falls du auch weitere Fragen für weitere Interviewthemen hast oder weitere Anfragen, was dich interessieren würde, bitte auch unten in die Kommentare, da gehe ich natürlich gerne beim nächsten Köln-Besuch gerne drauf ein. Super geil. Cool. Und wenn auch einer aus der Community zur FIBO einen Schlafplatz in Köln braucht, immer gute Jungs hier bei uns am Start. Genau, einfach Matthew anschreiben. Ja, genau. Das ist quasi kostenloses Airbnb. Ja. Sehr gut. Nochmal einstellen mit 0 Euro Übernachtungsgebühr. Gut, das war's auf jeden Fall. Wir sind raus. Dankeschön fürs Zusehen und bis bald. Ciao.